Moin Moin und hallo, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn es ist wieder auch heute soweit. Ja, tatsächlich eine neue Folge 30 Minuten mit aus der großen Spielebibliothek von A bis Z ist wieder angesagt und ja, möchte euch auch heute ein neues Spiel zeigen. Und zwar gehen wir ein bisschen ins Thema, wie nennen wir die Monster Trucks? So, seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir und wollen die 30 Minuten sofort starten mit Monster Jam Steel Titans für die Xbox One auf der Xbox Series X und schnuppern wir mal gemeinsam rein. Gucken wir mal, was auch dieses Spiel zu bieten hat. Und zwar starten wir die 30 Minuten genau jetzt. Genau jetzt. Mit Ansage und Ladebildschirm. Yes. Mein Profil wird schon mal geladen. Hervorragend. So, werden gleich auch schon ins Spiel geschmissen. Und ja, mehr habe ich noch nicht gemacht. Das ist jetzt das allererste, was wir machen müssen. Einfach mal einen Jump machen. Den ersten haben wir schon mal geschafft. Was für eine Kameraeinstellung haben wir noch? Die hier. Dann jumpen wir über den hier noch drüber. Ah, das war nicht geplant. Müssen wir einen geraderen Winkel haben. Einen geraderen Winkel, ja. Genau. Eine geradere Linie fahren. Yes, auch den haben wir gekriegt. Okay. Grundlagentutorial. Machen wir das mal. Welcome to Monster Jam Steel Titans. This is Monster Jam University, the place where all of us drivers started our careers. I'll be your instructor. It's my job to show you the ropes and get you ready for the big show. For now, let's focus on the basics. In this lesson, you will learn how to drive, brake, and reverse. First off, let's have you get a feel for the throttle. Let's get started. Okay. Fahre zur Ziellinie fort. Great job. Amber. Now we're going to practice braking. Try to stop your truck inside the glowing zone. I'll be timing you, so make it count. Get okay. You did it! For our yes. Next lesson, you'll need to reverse your truck out of a tight spot. Stay focused. You're doing great so far. Ein Truck aus einer engen Stelle rückwärts rausfahren. Nicely done.
Okay. Nicely done. Sometimes you might find yourself in a difficult position, like upside down or on your side. Don't worry, it comes with the territory. Later on, I'll teach you a trick for getting back up with style. But for now, I want you to learn how to reset your truck the quick and dirty way. Try resetting a few times to get the hang of it. When you're ready, proceed to the glowing zone. Okay. Bam. Zurücksetzen. B. Sweet. All right. You've got the basics. Now, let's practice skills you'll need for the big show. In this lesson, I want you to crush things. Practice your steering by driving around. Run over and break 10 crates for me. Remember your gas, brake, and reverse. Kriegen wir hin, hoffe ich. Okay, 10 Kisten sollen wir zerstören. Vorne, die ist direkt beim Ziel. Awesome. Haben wir. You're crushing it. While you were breaking those crates, did you notice the combo meter in the bottom left of the screen? Crushing things can earn you rewards and set high scores. Crushing things quickly one after another will give you a multiplier bonus. Chaining stunts or crushing things with a multiplier increases high scores a lot. Break 10 more crates for me and watch your combo meter. That's it. You're getting the hang of this. It looks like you may have what it takes to be a Monster Jam driver. But we aren't professionals just because we can drive big trucks around. It's also about impressing the crowd. To do this, you'll need to learn how to perform stunts. Let's have you start off with a simple donut. Okay. RT und LS. Okay. Awesome. Great job. I hope you aren't dizzy. Now for some real fun. I want you to do a backflip. Whoa. Don't worry. It's not as hard as it sounds. Try it a few times if you need to. Okay. Versuchen wir mal einen Backflip. Halte RT während des ganzen Flips gedrückt. Not bad. Okay. You're on it. You won't always land upright. During a real event, this could end your run, unless you learn how to power out of it. We're placing your truck on its side. I want you to power spin your way back upright. Okay. Let's try this again. You're doing great. We aren't finished yet. Keep in mind, if you ever need help, you can always come back and see me here at Monster Jam University. Just look for the glowing zone by my truck. Okay. All right. Now I want you to do a practice race. Don't worry about coming in first. Just practice your steering and try to stay on track. Okay. Ein Proberennen. Dann wollen wir das mal machen. Mein erstes Rennen mit Monster Truck.
Alter, ist das träge zu fahren. Wow. Das muss man aber echt mal lernen. Aber ich bin auf der Strecke geblieben bis jetzt. Mehr oder weniger. Das mit den Kurven fahren, das muss man lenken. Da bremse ich zu sehr ab. Wow! Wieder Strecke verlassen. So schwer, den auf Tour, auf gerader Tour zu halten. Aber auch das werde ich hinkriegen. Irgendwann eines Tages, wenn ich groß und stark bin. Yes. You did it. You just completed your first race in a Monster Jam truck. Outstanding. You've earned your license, but you aren't ready for stadium and arena events yet. Compete in some more races and hone your skills here at Monster Jam University. If you want some more help from me or want to learn about official Monster Jam events, pause the game and go to Monster Jam 101 in the main menu. Okay. Komm. Yes. 25 Punkte. Boah, 40 Sekunden mehr als Whiplash. Uiuiuiui. Das tut weh. Aber wir steigern uns. So, Belohnung 750 Dreiecke. Freigeschaltet, neues Auto, okay. Dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Wieso ist das invertiert? Steuerungseinstellung. Automatik, Lenken, Einstick, bearbeiten, ne. Automatik wollen wir nicht, Gameplay-Einstellung vielleicht, Vibration, Lenkempfindlichkeit, individuelle Kamera. Okay. Head-Up-Display, Gas in der Luft. Keine Ahnung. Dann lassen wir es mal so, würde ich sagen. Audio-Einstellung. Ja. So. Wir holen uns erstmal. Ne, das haben wir schon geholt. Das haben wir auch geholt. Na, dann fahren wir erstmal wieder zu ihr hin, würde ich sagen. So, Tutorial haben wir beendet. Dann machen wir ein Outdoor-Rennen, würde ich sagen. Oder? Ja. Circuit and Waypoint Racing. In these next races, you will compete against several other drivers in an all-out dash to the finish line. In a circuit race, you will do a few laps around a set course against your opponents. Okay. Ein Rennen gegen andere.
eine Trainingsrunde fahren wir, damit wir die Strecke ein bisschen kennenlernen. Die Karre würde ich gerne wechseln. Wow, das fliegt sicher. So kommen wir wenigstens schnell um eine Kurve. Wir müssen da gar nicht großartig bremsen. Und da ist auch schon das Ziel. Great job. Imagine that, but with other drivers racing against you. Now, I want you to try a waypoint race. Waypoint races are out in the open with no track. You drive from waypoint gate to waypoint gate. Follow the arrows on your screen if you get lost. You'll be competing against other drivers, so do your best. Probieren wir das mal. Do your best. Mal gucken, ob wir überhaupt was reißen können. Puh, Coyote Arches Tutorial. Oh Mann, ich will eine andere Karre. Wieso rammt er mich? Schon verkackt. Vielleicht kommen wir aber wieder ein Stück ran. Schauen wir mal. Mit viel Glück, mit viel Glück. Da ist er schon. Allzu weit ist er nicht mehr entfernt. Ah, schaff mir den Anschluss. Das ist die Frage. Aber knapp, würde ich sagen. You did it! Circuit and waypoint races are great practice for the events you'll compete in later. Keep practicing. Okay. Na? 60 Punkte. Okay. Schon mal viel besser als vorher, würde ich sagen. Wir machen eine Steigerung. 4 Sekunden. Okay, den hätten wir verheizen können. Hätte ich diese dumme Drehung nicht gehabt. Naja. Hätte, wenn und aber. Dafür geht's jetzt zum nächsten Event. Oh, wo ist die Tante? Wählen wir mal Rhythm-Rennen, würde ich sagen. Rhythm Racing. This can be tricky for new drivers to master. It seems easy. It's just a long straight track, right?
Don't be fooled, though. A good Monster Jam driver knows that you don't always want to hold down the throttle. Big air is fun, but your truck goes faster when its wheels are on the ground. Try to line up jumps so you come down the back of ramps. Power through the downhills, but watch your speed. Go too fast around turns and you'll slide right off the track. Yep, das habe ich schon feststellen dürfen. Kein Auto wechseln. Okay. Den Start habe ich noch nicht richtig hinbekommen. Boah. Kann ich mal geradeaus fahren? Jetzt habe ich es. So schwer mit dem, wenn der die Lenkung hinten hat. Ah. Bonussachen einsammeln. Neustart machen? Event neu starten, ja, perfekt. Genau das wollte ich. Ich war zu sehr konzentriert auf diese Sammelstücke. So, jetzt. Später Start. Hier hätte ich ihn kriegen können. Das steht fest. Da ist schon das Ziel, verdammt! You did it. Remember to line up your jumps and keep those wheels on the ground when you can. Stay focused. Okay. Wenigstens ein paar Punkte abgesandt. Wow! Top Zeit. Trotzdem. Nur Zweiter. Krötendreiecke. Kann ich mir bestimmt noch eine Karre für kaufen oder vielleicht was dran ändern. Okay, Head-to-Head-Racing müssen wir jetzt machen. Dann versuchen wir es mal, würde ich sagen. Head-to-Head-Racing. This is the beginning of the big show. Just you and a single opponent face off in a race to get the best time possible. When you compete for real, you will be paired off against other drivers in an elimination bracket. Win each race to advance to the next round, and you could be the winner for the whole event. Uiuiui, ob ich da weiterkomme, das ist eine Frage, die kann ich mir selber nicht mal stellen. Das finden wir jetzt raus. Kopf an Kopf.
laufen? Es geht nur im Kreis oder? Oh, er überrundet mich schon. Wieso kommt er so schnell durch die Kurven? Ja, genau. Jetzt überrundet er mich. Vorne hat er mich nur überholt. Oh, guckt euch das an, ich fahr Vollgas. Turns and knowing when to use the brakes and throttle are the keys to head-to-head racing. Keep practicing. Ja, das muss ich noch einiges praktizieren. Naja, 75. Aber wir haben schon 4675, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Können wir uns bald ein Auto hoffentlich kaufen. Oder Tuning. Weil die Karre kommt nicht aus dem Rotz vorwärts. So, nächstes Event üben. Freestyle und fortgeschrittene Stunts. Ja, yeah, das probieren wir nochmal. Freestyle. There are two important things to remember when competing in a freestyle event. First, you gotta keep moving around the entire arena or stadium so the whole crowd can see you. Aim for the glowing beacons to increase your combo multiplier. Second, you gotta do stunts. Front flips, back flips, bicycles, wheelies, donuts, big air, and more. Impressing the judges and the crowd is what matters most. Go warm up by performing one of the stunts you've already learned. Donut! Wo muss ich denn überhaupt hin? Now let's have you try a front flip. Using brake and throttle in the air can help you flip better. Holding the throttle while in the air will rotate you backwards faster, which helps during backflips. To do a front flip, it's the opposite. Hold the brake while in the air to roll forward faster. Try it. Get some speed and make a big jump. Once in the air, hold the brakes and do that front flip. Okay. Danke. Now let's try a bicycle. That's when your truck drives on two of its wheels on one side. I'll stage you facing a ramp to help. Slowly roll half your truck up the hill so you're leaning over. Once your truck is balanced, press the throttle to accelerate forward. Wow. Don't forget you can reset your truck if you need to try again. Ooh. Soll ich das denn schaffen? Auf jeden Fall schneller. Okay.
ich nicht hin. Der macht voll die wilden Sachen hier, aber nicht das, was er soll. Einmal noch. Naja. Wheelies and stoppies. The last stunts I want to teach you are called wheelies and stoppies. Wheelies happen when you gas the throttle and balance on your two rear wheels. Stoppies are the opposite. You brake hard, pop up, and balance on your two front wheels. Try to do a wheelie and a stoppie for me. So, wie es aber weitergeht, müsst ihr leider selber rausfinden, denn die 30 Minuten sind vorbei, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen und ihr habt vielleicht selber Bock drauf gekriegt, euer Feingefühl im Bereich Monster Truck herauszufinden. Dann nur zu, habt Spaß. Was ihr aber dürft, ist bitte ein Abo da lassen, einen Daumen nach oben da lassen und mir auf Twitch folgen. Damit würdet ihr die große Spielebibliothek von A bis Z sehr unterstützen. Im Moment sind es um die 460 Titel, aber es soll noch viel, viel mehr werden, damit ihr auch viel mehr Auswahl habt. Von daher vielen Dank für alle, die mich bis jetzt unterstützt haben und hoffe ich auch weiterhin unterstützen und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Tops.